Ich habe hier eine Idee, aber nee, die bringt mir auch nichts. Da hinten gegen. Wow, Kreislauf! Ich krieg also so einen perfekten Kreislauf hin. Enno! Verdammt. Ganz am Anfang kann ich mit dem anderen Spiegel nichts anfangen, denn er wird den falsch abweichen lassen. Ja, nee. Ja, super. Ist super. Da kriegt schon wieder alle, nur den einen da hinten nicht. Kriege ich alle, nur den einen da hinten nicht. So würde ich die kriegen. Moment. Aha. Warum reflektiert der dann nicht mehr? Der reflektiert dann auch nicht mehr. Warum reflektierst du nicht? Wenn der Lichter aber von so kommt, dann reflektiert er auf einmal wieder. Das finde ich komisch. Das bringt absolut gar nichts. Moment mal. Wenn das jetzt so ist, wie ich glaube, dann verarschen die einen aber gewaltig. Dann muss ich aber zugeben, nee, also ich glaube gerade, ich muss das Licht hier reingeben, wo gerade der Prinz vorsteht. Okay, wenn das aber so ist, habe ich trotz allem keinen Plan, wie ich das hinkriegen soll. Weil ich da einfach allgemein die falschen Spiegel habe. Okay, ich versuche einfach mal was. Total banal wirkt das jetzt eigentlich gerade mehr, aber wenn es nachher funktioniert, ist doch schön. Ne, das funktioniert nicht. Dafür ist der Spiegel falsch ausgerichtet. Gut, dann versuche ich einfach mal einen anderen Start zu bekommen. Gott, was würde ich jetzt gerne für einen Volks zu tun? Warum spiegelt der eine da unten nicht? Warum kriege ich da unten einfach nicht diese Mehrfachverbindung? Es kotzt ein bisschen an. Vor allem, dass ich den auch nicht so bekomme. Das heißt nämlich, ich habe am Start eigentlich nur die Möglichkeit für den da. Ah, toll, jetzt habe ich den komplett wieder raus. Jetzt habe ich ihn wieder drin. Das heißt, ich habe hier am Start nur die Möglichkeit für den einen. Schön Spiegel. Von da aus habe ich nur noch eine Möglichkeit mit ihm hier was zu machen, oder ich lasse ihn gerade durchlaufen. Momentchen mal. Ne, bringt mir auch nichts. Was kann ich jetzt mit dir hier machen? Es muss auch einen Trick geben. Ich
Ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe 8 Säulen, das heißt, ich muss pro Spiegel 2 Säulen treffen. Das ist der Kreislauf des Lebens. Und der kotzt mich an. Nein. Nein, 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 nein. Gut, so geht das nicht. So geht's nicht. Warum geht's so nicht? Herr im Himmel! Okay, der da unten trifft die zwei. Der hier oben kommt erstmal da nicht vorbei. Jetzt trifft der hier die zwei. Dann kann ich dich dazu bringen, die zwei. Nee, nur dich. Gut, also es ist automatisch schon ein Fehler. Und das wäre auch ein Fehler. Allerdings kann ich den hier auch nirgendwo verwenden, weil sein Spiegel falsch ausgerichtet ist. Sein Spiegel ist dazu da, um etwas von unten entgegenzunehmen. Also beziehungsweise hier jetzt von oben. Ja, okay. Ich überlege jetzt einfach mal so nebenbei und versuche es hier auch noch zuzuquatschen. Gott, so schwer kann das doch nicht sein. Mir raten, sie haben uns hier einfach durch den Spalt abgehauen. Gut, da hinten stehen die Monster. Ah, gut zu wissen. Nee, es funktioniert nicht. Wenn das jetzt gleich funktioniert, ich frag mich dann wieso. Also, wenn es funktioniert, dann wäre es der Oberhammer. Das funktioniert natürlich nicht. Ich glaube, der müsste dann nach hier. Noch ein Stück. Da müsste ich dich aber weiter nach drüben bewegen. Gott, und schon wieder fällt der eine aus. Und schon wieder fällt da unten einer aus. Dieser Spiegel auch so blöd ausgerichtet. Die beiden Spiegel sind richtig blöd ausgerichtet. Die leiten einfach nicht weiter. Die machen es einfach nicht. Ja, ich weiß, dass mir das Schaden zufügt. Guck mal, hier die Spiegel sind genauso ausgerichtet wie die beiden anderen und schießen genau im rechten Winkel. Nur er hier tut's nicht. Oder tut er's, aber ich krieg's nicht hin, oder wie? Ne, also ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Kacke. Der erste Spiegel schafft es, vier Stück zu treffen.
Schlag, ich bin wieder da. Ich war lange weg, doch jetzt bin ich back. Alle haben's gecheckt, jetzt deine Oma dance zum Track. Ich bin zurückgekommen wie Terminator. Du fährst BMW und ich fahr Rollator. Jung, feucht und geil, Teil 1 bis 45. Oder guck ich dicke, fette Omas kommen heftig. Meine Pornosammlung ist die größte der Welt. Hab sie alle bei What Super Duper Shop bestellt. Glitzer, Bastelfolie, ein verbeulter Ball. Von What kriegst du alles, ich kauf jedes Mal. Fresh die Plüschpuppen im Sonderangebot. Kauf sie jetzt oder ich fick dich tot. Ich war lange weg, doch jetzt bin ich back. Alle haben's gecheckt, jetzt deine Oma dance zum Track. Ich bin zurückgekommen wie Terminator. Du fährst BMW und ich fahr Rollator. Allen die Fragen, wo bist du gewesen? Kann ich nur sagen, halt deine Friesen. Ich war Entenfüttern im Park. Bevor ich dich gesehen hab, hatte ich einen schönen Tag. Ich pass mich keinem Trend an, ich unterhalte mich nicht mit Pennern. Mein Business war zu tight, ich hab einfach keine Zeit. Obwohl ich so viel Cash verdiene, wär ich nicht so ne Harry, Ron und Hermine. Ich war lange weg, doch jetzt bin ich back. Alle haben's gecheckt, jetzt deine Oma dance zum Track. Ich bin zurückgekommen wie Terminator. Du fährst BMW und ich fahr Rollator. Ich hab mich an Glanz verloren, ich bin wie auserkoren. Ich bin wie Gott, nur cooler. Ich bin wieder Weihnachtsmann, nur schwuler. Die Kiddies freuen sich mich zu sehen, ich werd sie mit zu mir nehmen. Und wir drehen im Pornokeller Blockbuster. Floris Mutter ruft an, sie will auch was vom Zaster. Aber ich lass mich nicht bescheißen, ich werd sie mit meinem Gebiss voll zerbeißen. Ich war lange weg, doch jetzt bin ich back. Alle haben's gecheckt, jetzt deine Oma dance zum Track. Ich bin zurückgekommen wie Terminator. Du fährst BMW und ich fahr Rollator. Ich bumse zum Beach mit Hörgerät im Ohr. Mein Schwanz ist so big, ich brauch keinen Vibrator. Ich hab so nen dicken Cock, doch auf Bitches hab ich keinen Bock. Mein Phoenix ist schon lang abgebrannt. Vielleicht ist mein Schicksal schon verdammt. Doch ich bin der Zukunft zugewandt. Und ich hab immer noch ein Mic in der Hand. Ich war lange weg, doch jetzt bin ich back. Alle haben's gecheckt, jetzt deine Oma dance zum Track. Ich bin zurückgekommen wie Terminator. Du fährst BMW und ich fahr Rollator. So, und dann melde ich mich zurück. Wir haben das Rätsel gelöst. Ja, in diesem Fall wir. Meine Schwester hat sich eben dazu gesellt und wollte mir eigentlich nur was sagen. Da habe ich sie mit dem Rätsel gequält. Deswegen habe ich dann den Ton ausgeschaltet. Ich glaube, ich zeige euch das Ganze im Schnelldurchlauf. Und meine Theorie ist richtig. Es ging wirklich nur darum, das Licht in dieses Kackteil reinzubekommen. Und das ist die Lösung. Prägt sie euch ein, wenn ihr da seid. Neues Schwert. Halleluja. Sieht sogar ganz schick aus. Und macht das wieder stumpf? Ja, er macht's wieder stumpf. Opa, kackt Dreck. Oh, Junge, das Schwert hat ja richtig Power. Oh, und da oben sind Gegner und da ist. Ah, verdammt, hört sich das Metall dann an, aber. Oh mein Gott! Mein erster Kommentar übrigens gerade war, als ich das geschafft habe, elendes Drecksspiel. Ah ja. Ich habe ja keinen Dolch. So war das. Nein. Ich habe keinen Dolch, habe ich ja ganz vergessen. Oh, ich muss schon wieder von hier aus starten. Gott, Bullshit. Ich muss schon wieder von hier aus starten. Ja, kenn ich. Und das ganze Drecksrätsel nochmal. Oh nein. So, wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Das war so. Dann hatte ich dich ja hier. Komm. So, dass du es dagegen gebrochen hast. Und jetzt nicht so wie gerade, dass ich das dann da ganz knapp dran hab, weil das ist doch ein bisschen knapp auch bemessen. Dreckscheiß. Kann ich das auch mal hier ein bisschen weiter oben platzieren? Ne? Ungefähr so. Und dann so. Und das Rätsel ist gelöst. Das neue Schwert hatten wir auch schon damals. Und aufpassen, wie ich jetzt hier laufe, denn hier kann jeder falsche Schritt absolut tödlich sein. Fahrer!
Und schon wieder der schöne blechernhallende Schrei in meinem Ohr.